Es scheint ein übermächtiger Gegner, der FC Basel. Die Schweizer, sie verfügen über deutlich mehr internationale Erfahrung als der LASK, der vor 5 Jahren noch in der Regionalliga kickte. Doch die Linzer zwingen von Beginn an der Mannschaft, die von Marcel Koller betreut wird, ihr Spiel auf. Kann man schon vorstellen, dass nicht mit dieser Intensität, wie wir das Spiel angelegt haben, gerechnet haben. Haben vielleicht doch, dass wir ein bisschen eingeschüchtert sind, aber wir haben es genauso durchgezogen, wie wir es eigentlich angekündigt haben. War der LASK schon in der ersten Spielhälfte das bessere Team, so gehen die Linzer nach der Pause durch eine Standardsituation verdient in Führung. Eckball Peter Michual, Gernot Trauner sorgt mit einem wuchtigen Kopfball für das 1:0 aus Linzer Sicht. Wie der Ball im Netz war einfach pure Freude. Ich glaube, bei allen, das hat man gesehen, wie wir uns alle gemeinsam gefreut haben. Und das ist einfach richtig schön, wenn man die Bilder dann im Nachhinein nochmal sieht. Und wir können richtig stolz sein auf die Leistung gestern. Den Fehler, den LASK zu unterschätzen, den werden die Schweizer wohl kein zweites Mal begehen. Spätestens jetzt, die werden uns ernst nehmen. Und dass er das Rückspiel, die werden mit voller Wucht in dieses Spiel reingehen. Und deswegen, wir müssen auch da gut vorbereitet sein. Tor Nummer 2 in Basel erzielt Joao Klaus, wobei der Ball noch von einem Schweizer abgefälscht wird. Damit hat der LASK in Minute 82 den Auswärtssieg praktisch schon in der Tasche. Erstmal, ich bin sehr dankbar, dass die Mannschaft für mein erstes internationales Spiel als Trainer eine Siege beschert hat. Und das war sehr, sehr intensiv. Das 1:2 des FC Basel, vielleicht ein kleiner Schönheitsfehler. Doch genau an diesem Tor werden sich die Schweizer aufrichten. Für den LASK heißt das noch einmal 100%ige Konzentration am Dienstag auf der ausverkauften Gurgel. Super Ausgangsposition für uns und wir wissen aber, dass nächste Woche genau dieselbe Aufgabe nochmal auf uns wartet. Und, aber mit demselben Engagement, glaube ich, haben wir auf jeden Fall gute Mittel, gegen Basel eine Runde weiterzukommen. Wie ich gesagt habe, unser Glaube ist noch mehr gestärkt und diese unbedingte Will weiterzukommen ist wirklich da. Das Rückspiel live bei den Kollegen von ORF 1. Anstoß ist um 20:30 Uhr.